Interkulturelle Zahnbehandlung in Halle-Neustadt. Außerdem die Sternsinger sind wieder für den guten Zweck unterwegs. Und die Moritzburg steht vor einem Ausstellungswechsel. Mehr dazu jetzt im Stadtmagazin. Ja, schön, dass Sie wieder zu uns gefunden haben. Hier ist Hallo Halle, das Stadtmagazin am Donnerstag. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Geschätzt, jeder zehnte Hallenser hat einen Migrationshintergrund. Hinzu kommen neue Flüchtlinge aus Syrien, Osteuropa oder der Ukraine. Im Alltag haben diese Menschen mit etlichen Problemen zu kämpfen. Oft sind es Verständigungsschwierigkeiten. Einfachste Dinge funktionieren nicht, weil zu wenig Deutsch gesprochen wird. Auch Zahnschmerzen können so zu einem echten Problem werden, denn viele ausländische Patienten trauen sich nicht zum Arzt. In Halle-Neustadt wurde jetzt ein interkulturelles zahnmedizinisches Versorgungszentrum eröffnet. Dort wird in zahlreichen Muttersprachen behandelt. Ein Praxismodell, das in Halle neu ist und mehr oder weniger aus der Not heraus entstand. Es sind Ihre letzten Tage als Zahnärztin in Halle-Neustadt. Nach 28 Jahren legt Gabriele Schubert den Bohrer aus der Hand. Aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin 61 Jahre alt und habe seit 1986 am Stuhl gestanden, tagtäglich. Und der Beruf ist nicht einfach. Und es ist einfach gesundheitlich, der Rücken ist kaputt. Seit bekannt geworden ist, dass die Medizinerin aufhört, steht das Praxistelefon nicht mehr still. Viele wollen wissen, wie es nun weitergeht, denn gute Zahnärzte sind auch in Halle-Neustadt rar. Es geht vielen Zahnärzten so, dass sie ihre Praxen einfach zuschließen müssen. Also geschätzt die Hälfte. Und ich wollte meine Patienten nicht ins Leere laufen lassen. Und sie hat dafür gesorgt, dass die Praxis nicht geschlossen wird. Heike Grasse, selbst seit 30 Jahren Patientin hier und Vorstand des Fördervereins des Universitätsklinikums. Es waren die richtigen Partner, die einfach wollten. Zusammen mit Gabriele Schubert, mit der Unterstützung des Fördervereins Universitätsklinikum, der Uwe Martens, alles Netzwerkpartner von uns gemeinsam, haben wir uns zusammengesetzt und alle Leute an einen Tisch gebracht und haben einfach losgelegt. Innerhalb von nur 4 Wochen wurde die Praxis umgebaut, renoviert und neu ausgerüstet. Es geht also weiter in der Neustädter Passage 6. Unter neuem Namen, mit neuem Personal und neuem Konzept. Denn künftig sollen hier vor allem mehr ausländische Patientinnen mehrsprachig versorgt werden. Es ist ein IZV, ein interkulturelles zahnmedizinisches Versorgungszentrum. Wir möchten alle Menschen, alle Nationen hier willkommen heißen, die ein Problem, ein zahnmedizinisches Problem haben. Der Migrationsanteil in Halle-Neustadt liegt bei über 20%. Unter ihnen Syrer, Russen, Ukrainer. Viele können kein Deutsch. Da wird auch der Weg zum Arzt schnell ein Problem. Wir haben dann zum Teil das Sprachproblem gehabt. Also wenn ich mit einem Übersetzer am Stuhl arbeiten muss, ist es schwierig, den Patienten zu verstehen. Und in der Muttersprache ist das natürlich viel einfacher. Es ist nicht so einfach, mit Ärzten zu kommunizieren. Ne? Genau, und das ist ein Grund, dass man nicht zum Arzt geht sogar. Auch Hassan Abbas war von der Idee einer mehrsprachigen Zahnklinik sofort überzeugt. Der 38-jährige Syrer ist einer von 3 Zahnärzten, die hier ab Februar praktizieren. Ich sehe, wie schwierig ist es hier in Deutschland zu leben mit wenig Deutschkenntnissen. Ne? Und natürlich freut mich sehr, dass ich Menschen helfen kann, die das brauchen. Hassan Abbas kam 2015 mit der ersten Flüchtlingswelle nach Deutschland. Seitdem versucht der studierte Kieferchirurg hier Fuß zu fassen, was alles andere als einfach ist. Man kann nur aus der Entwicklung der letzten Jahre daraus schließen, dass auch der bürokratische Verwaltungsaufwand für einen Zahnarzt oder Mediziner überhaupt höher geworden ist. Hoch ist auch die Nachfrage nach dem neuen Angebot. Bis zu 30 Patientinnen pro Tag sind es jetzt schon, Tendenz steigend. Doch das IZV stößt auch auf Ablehnung. Im Internet wird die Klinik stark angefeindet.
Heike Grasse kann die Kritik nicht nachvollziehen. Wir versuchen das tatsächlich zu ignorieren und möchten jedem die Chance geben, das Zentrum hier kennenzulernen, was ganz viele Menschen mit viel Herzblut und Engagement auf die Beine gestellt haben. Ich habe oft das erlebt, auch in meiner Heimat, weil Hass, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, das ist nicht nur in Deutschland, das gibt in jedem Land. Ich habe es auch erlebt in meinem Heimatland, Vorurteile und Diskriminierung und so. Als Arzt bin ich verpflichtet, alle Patienten zu behandeln. In der Praxis selbst wird übrigens Deutsch gesprochen. Man sieht sich als Beispiel gelungener Integration. Gabriele Schubert wird die nächsten Tage mit Einweisungen und Übergaben verbringen und vielleicht irgendwann in ihre Praxis zurückkehren, dann aber wohl nur noch als Patientin. Ja, und behandelt wird übrigens täglich in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr. Aber Sie haben es gerade gehört, der Andrang ist groß, also besorgen Sie sich besser vorher einen Termin. Wir machen weiter mit Nachrichten des Tages, jetzt im Überblick. Die Energieversorgung Halle hat für April Preissenkungen in Aussicht gestellt. Aufgrund der Situation auf den Großmärkten seien Engpässe nicht wahrscheinlich und die Beschaffungskosten niedriger, sagte EVH-Geschäftsführer Schneider. Diesen Effekt wolle man an die Kunden weitergeben. Die Höhe der Preissenkung der Strom- und Gaspreise werde derzeit kalkuliert, voraussichtlich stehe sie Mitte Februar fest. Schneider will jedoch nicht von einer Entwarnung sprechen, angesichts der Witterung gebe es aber zumindest eine Entspannung auf dem Energiemarkt. Die 65. Sternsinger-Aktion ist auch in Halle gestartet. Ausgehend von der katholischen Pfarrei Karl Lampert besuchen die Kinder in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige verschiedene Einrichtungen in der Stadt. Mit dem Segen für das neue Jahr ist das Sammeln von Spenden verbunden, die Kindern in der ganzen Welt zugutekommen. Ziele der hallischen Sternsinger waren am Donnerstag unter anderem die Freiwilligenagentur und die Bahnhofsmission. Noch bis Mitte kommender Woche sind sie in der Stadt unterwegs. Die Handwerkskammer Halle verzeichnete im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang bei der Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Insgesamt nahmen im Kammerbezirk 1280 Azubis eine Berufsausbildung auf, das waren rund 4% weniger als im Jahr zuvor. Gefragt waren vor allem Berufe im Elektro- und Metallhandwerk sowie im Bau- und Ausbaugewerbe. Unterdessen werben viele Ausbildungsbetriebe bereits um Lehrlinge für 2023. Auch die Handwerkskammer bietet Beratungen an. Der Kinderschutzbund sucht Menschen, die sich ehrenamtlich als Telefonberater engagieren möchten. Am 21. Januar beginnt ein neuer, insgesamt 80-stündiger Ausbildungskurs. Gerade die Krisen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die anonyme und kostenfreie Beratung für Kinder und Eltern ein wichtiges Angebot ist. Die Ehrenamtlichen sind nach der Ausbildung mindestens 6 Stunden im Monat Ansprechpartner am Kinder- und Jugendtelefon. Einzelheiten zum neuen Kurs sind unter der Nummer 7704987 beim Kinderschutzbund Halle zu erfahren. Am Mittwochabend wurde in Neustadt ein Supermarkt überfallen. Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Er ist etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit hatte er einen 3-Tage-Bart und war mit einer grünen Jacke bekleidet. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Würzburg bis Ende Februar geschlossen. Grund sind Wartungs- und Umbauarbeiten. Unter anderem werden die neuen Sonderausstellungen im Westflügel vorbereitet. Bis Sonntag sind dort noch die Tapisserien von Margret Eichler unter dem Titel Battle Reloaded zu sehen. In diesem Jahr werden unter anderem Keramik von Pablo Picasso und Gemälde von Doris Ziegler gezeigt. Und wir blicken noch auf das Wettergeschehen in Halle. Auch der heutige Tag glich ja eher einem trüben Herbsttag. Und wie es weitergeht in den nächsten Tagen, das erfahren Sie bei uns jetzt.
Am Freitag reißt die Wolkendecke den ganzen Tag nicht auf. Allerdings bleibt es trocken bei Temperaturen bis 11 Grad. Ein schwacher Südwestwind begleitet uns durch den Feiertag. Nach ein paar Regentropfen am Morgen hält der Samstag einige Sonnenstunden bereit, im Wechsel mit leichter Bewölkung. Nachts ist es meist klar, in den folgenden Tagen zieht sich der Himmel wieder komplett zu. Soweit, hallo Halle mit dem Stadtmagazin. Aktuell für diese Woche, morgen ist ja Feiertag in Sachsen-Anhalt, also Ihnen einen schönen solchen. Und wir sehen uns mit neuen Nachrichten dann am Montag wieder. Tschüss, bis dahin. Das sind die Schlagzeilen am Samstag. MZ-Serie. Deutschlehrer hat sich in Halle verliebt. Kirche. Sternsinger sind unterwegs. Neujahr. Schwimmen in der Saale. Das und mehr lesen Sie am Samstag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.